So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Daumen dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Mono White Initiative. Das Tier-Null-Deck, wenn man manchen Leuten glaubt. Gegen Elfen. Ja, neuer heißer Scheiß gegen kleine grüne Männchen. Ja, genau. Also, Mono White Initiative habe ich ja neues Stack-Tech hochgeladen und auch meine Meinung dazu, dass es gar nicht so broken ist, wie alle Leute tun. Und auf der anderen Seite haben wir Elfen. Elfen als eins der längsten Combo-Decks. Vor allem mit ganz, ganz wenig Veränderungen. Also Elfen hat ja wirklich, ja, die hatten den Allosaurus Shepard und den Grief. Grief ist die... Du meinst Endurance. Ja, Endurance stimmt, ist auch noch ein Shepard. MH2, was haben wir erwartet. Ja. stimmt, du meinst den Planeswalker, den... Ja. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wie der Planeswalker heißt. Ich vergesse es nicht wieder. Ja. Genau, da haben wir einen Fetch Wire Summoned Forest, unterschrieben von Julian Knapp. Sehr cool. Aber ich glaube nur vor einem Blackboard, ja. Ne? Engine Tomb. Chalice of 1. Chalice of 1. Juckt Elfen so überhaupt nicht mehr. Nee, es ist ziemlich. Das ist ballsy. Okay, da wird ein Mirror Score reingeworfen. Warum spielt man das jetzt schon? Lotus Petal. Talia? Oh, Talia. Talia juckt aber Elfen auch nicht so hart. Nee. Das ist aber ein ziemlich guter Start, oh mein Gott. Das Schlagbieter liegen gehabt, ja. Das ist ein ziemlich guter Start. Hm. Uff. Also halt jetzt schon fast eins. Da habe ich noch eine Initiative-Dude auf der Hand gesehen. Ich weiß halt nicht, wie gut die Initiative-Leute wirklich gegen Elfen sind. Ich meine, du hast die Ratzfatz ja wieder verloren, wa? Boah, ja, das Problem ist halt, du hast halt ein Problem. Wenn die Elfen dich klatschen hast, brauchst du wahrscheinlich nicht um die Initiative nicht mehr zu sorgen. Ja, das stimmt, aber sie können halt auch den Midrange-Beatdown-Plan machen, weißt du? Und wenn der Gegner dann eine Initiative bekommt, ja, und sich einen Forest so rausholen kann, und +1/+1 im Angriff verteilen kann und 5 Schaden schießen kann, dann kann auch mal dieser Midrange-Schaden sehr, sehr tödlich sein. Ja, klar, wenn das passiert, aber zum Beispiel, jetzt sieht man ja auch schon die Forests sind jetzt, die Forests sind jetzt schon alle raus. Das stimmt. Also da ist ja eh, der macht Elfen ja eh meistens direkt aufgegeben. Ja, mal ein Glimpse. Glimpse ist jetzt halt so mediocre für 2 Mana. Mhm. Dann Land, nochmal 2 Schaden. Für den Loot. Den Loot. So. Das ist der Typ, der Initiative gibt. Und dann, weil man die Initiative bekommt, geht man einen Schritt im Undercity weiter. Der erste Move des Undercities ist, ein Basic Land auszusuchen. Richtig. Und der Dude selber hat noch, immer wenn er angreift, kann man einem angreifenden Warrior. Du spielst ein Deck. Ja, ja. Warrior oder Cleric und 2 anderen. Ich glaube, ein Rogue ist auch dabei. Warrior, Cleric, Rogue, Soldier? Weil ich glaube, die Talia... Nee, Soldier wird genau nicht genommen. Talia ist eine der wenigen Karten in diesem Deck, die nicht davon betroffen werden können. Weshalb hier leider auch der Angriff jetzt total sinnlos ist. Weil ansonsten könnte man angreifen, +1/+1 Marker haben, exploren, total cool. Aber es sind halt alles nur die Talia nicht. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. Ich will nicht sagen Wizard. Es könnte aber Wizard gewesen sein. Das ist ja diese D&D-Mechanik, diese Party-Mechanik. Es könnte Wizard sein. Dann wird es Wizard sein. Die enttappt dann, ne? Nee. Die Kreatur kriegt Schutz vor Kreaturen und explort. Das bedeutet, man darf die oberste Karte seines Decks aufdecken. Wenn es ein Land ist, nimmt man es auf die Hand. Wenn es ein Non-Land ist, dann kriegt die Kreatur eine +1/+1 Marke und man kann die entweder oben drauf lassen oder in den Friedhof legen. Oh. Das ist halt Card Selection in einem Mono-White-Deck, was schon ziemlich gut ist. Jo, das stimmt. Da wurde noch eine Judge Reward Ebene rausgesucht. Joa, ansonsten Elfen. Was ja, jetzt wird's halt langsam kritisch. Gerade da wurde der Dings wurde gebounced. Der wird gebounced, damit man ein Redraw hat. Okay. Okay. Elfen ja, man braucht halt eigentlich nur den Allosaurus Shepard. Dann ist man eigentlich meiner Meinung nach schon wieder durch. So wie der wird wahrscheinlich gerade auch gesucht. Ja. Dann geht man weiter, ja, es gibt 2+1/+1 Marken auf den. Ja, Green Sun ist auch nicht schlecht. Da hat man dann die Ebene, die man rausgesucht hat. Das haben wir halt auch schon 5 Mal, oder? Da ist der Flicker-Spell. Ach, die Enchantment? Yes. Trigger auf sich selber. Das ist eine Talia. Ist das eine Talia? Ich glaube, das ist eine Talia. Das sieht fast schon so aus. Talia wird runtergelegt und dann kommt man für 6 Damage. Das ist strong. Ja, vor allem, wenn jetzt Elfen keinen Shepard hat. Ich bin nochmal 2 Schaden. Das ist der Typ, der enttappt und einen weiter mit angeht. Genau. Dann verliert man der Gegner nochmal 5 Leben.
Das ist halt schon ziemlich schnell, ziemlich fix, was darum geht. Ja, das stimmt. Vor allem hat man jetzt immer noch den Flicker-Spell auf der Hand, den man channeln kann zum Flickern. Ja, das ist halt jetzt, wo Elfen zu lange behindert durch die Challenge. Das passiert halt manchmal. Ja. Gehst du auf Dryad? Wahrscheinlich. Und hat dann eine Menge Kreaturen. Man will die Dryad vielleicht für die Cradle und so weiter haben. Ja, das stimmt. Wenn man eine Cradle schon hat, ist das ein safer Play. Ja. Boah, wie hieß denn der scheiß Planeswalker nochmal? Leck mich am Arsch. Grist the Hunger. Ah. Ja. Für die Leute, die es noch nicht in die Kommentare geschrieben haben. Der Insektenliebhaber. Ja. Habe ich gehört. Genau. Und dann passiert wahrscheinlich erstmal wenig. Jo, dann geht man in seinen Zug, enttappt, zieht eine Karte. Draw a card, ja. Der wird auch enttappt durch den anderen. Das war nochmal ein Visionary. Ne, ein Kraderhof. Ja, das ist halt so, der Standard-Move. Ne? Du nimmst den Kraderhof einfach nach. Okay, jetzt wird es interessant. Green Sun für 3. Der Green Sun für 3 würde halt den Allosaurus, aber dann braucht man schon eine Cradle. Enter den Replay. Na, das ist schon. Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist schon scheiße. Und vor allem nächste Runde kriegt der Typ ja wieder Schutz vor Kreaturen. Das heißt, man ist auf jeden Fall Lethal on Board. Ja. Und das heißt, denn jetzt die Runde noch was hinzukriegen, dafür brauchst du auf jeden Fall eine Menge Zeug. Das ist schwierig. Das ist halt tatsächlich mal ein Play, ein Game, wo Chalice tatsächlich nochmal gut war. Ja. Ja, weil Allosaurus Shepard gefehlt hat. Also der macht ja die Chalice wirklich bad. Da ist ein Boseju auf der Hand. Aber das reicht da nicht. Da hätte man doch am Ende auf. Ah, der hat man wahrscheinlich jetzt. Den hat man gerade gezogen. Man bräuchte jetzt wahrscheinlich den Cradle und dann wäre das auch ein Cradle aufzulösen. Das ist. Man könnte sehen, 1-0 für Mono White Initiative. Sehr cool. Sideboard. Boah. Elfen Removal. Ja, genau. Abrupt Decays. Sowas rein. Trophy. Wenn man sie hat. Oder auch den. Manchmal spielen die auch die Force mittlerweile. Force of Virtue. Virtue. Nee, Vigor. Vigor. Ja. Ja. Und ja. Mono White Initiative kann halt alle Talias rausnehmen. Die sind ziemlich kacke. Boah, was nimmt man da rein? Reinnehmen ist ziemlich easy. Eine Karte pro Zug ziehen. Nee, viel wichtiger, den Avon Mind Sensor. Stimmt, ja. Und den Archon. Ja! Länder kommen getappt ins Spiel und jeder Spieler darf noch ein Zauber pro Runde spielen. Nicht Non-Creature. Zauber. War das nicht Standardländer kommen getappt ins Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Das reicht auf jeden Fall für Elfen. Ja, das stimmt. Und dazu hat man noch 4 Swords of Plowshares, die man auch einnehmen kann. Ja, weil die Chalice kannst du auch rausschmeißen. Genau das. Dann nimmst du lieber den guten Removal rein, anstatt eine Karte, die eventuell überhaupt nichts macht. Mulligan von beiden Spielern. Ja, wobei überhaupt nichts macht, ist ja nicht richtig. Die triggert trotzdem. Ja. Okay, Mulligan-Entscheidung ist noch nicht ganz durch. Aber bei Elfen durch. Ah, Elfen schon durch? Das ist halt die Frage. Das ist mal schon schwierig, wenn man so anfängt zu zählen. Dann hat man so einen impulsiven Turn 1 Plan, dann muss man gucken, was passiert ist. Dings. Also. Fetch. Auf. Okay, kein Allosaurus. Ja, okay, der kann auch Turn 2 kommen. Das ist ja kein Ding. Ich würde den auch nicht Turn 1 legen. Ja. Oh, da ist ein Iganjo. Engine Tomb. Petal. Du hast noch Mox. Was ist bad? Man macht einfach nur erst so eine Initiative. Oh, stimmt, das Deck spielt ja Mox und Petal. Ja, ja. 4 Mox, 4 Petal. Ja, okay, die eine Kurve fängt beide an. Übrigens aus der Liste, die jetzt gerade liegen, die Karten. Boah, zum Glück sind die Mox nicht aus der What? Hat man eben Mind Sensor auf der Hand? Ja. Da ist er. Ah. Das ist ein Avon Mind Sensor. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, hier, kurzer Judge Call. Ach ja, da war ja was. Nein. Ein Mini-Judge Call, der gerufen wurde, wo Dinge erklärt werden. Ist immer wieder ein bisschen ärgerlich, wenn man gerade on Kamera ist und da kurz hin muss. Aber das funktioniert doch ganz gut. Und ja. Ja, ansonsten, vom Matchup her, was glaubst du? Also ich bin eigentlich der Meinung, dass Elfen ziemlich favored ist. Ja, weil du musst den halt innerhalb, wie gerade eben halt, die behindern können und dann innerhalb von 4 Zügen umhauen. Ansonsten kriegst du ein Problem. Mhm.
Wenn der jetzt natürlich dann, wenn er jetzt im ersten Spiel den Shepard direkt gehabt hätte, hätte das ganz anders aussehen können. Ja, alles aus, hätte das komplette Spiel aussehen. Glaube ich nämlich auch. Ich meine, ja, Mono White Initiative hat halt eine Menge Removal drin. Mit Swords, den Solitudes, den 2-2ern, die Exilen, wie heißen sie? Die kann man auch rausnehmen, fällt mir gerade auf. Die, ach, die Palace Jailer. Palace Jailer. Und die kann man auch rausnehmen. Ich glaube, die wurden auch rausgenommen. Ja, das täuscht. Ja, du hast halt da, das ist im Endeffekt, spielst du gegen Death in Texas ohne Stoneforge. Ja, schon aggressiver, weil man hat ja gerade eben gesehen, wie schnell so ein Deck einfach auch sein kann. Ja, ja, aber ich meine vom Core her, dass der den Removal bildet. Mm, das stimmt. Wobei du da ja noch zum Beispiel das Problem ist, du hast ja gar keinen Recruiter oder so drin, dass du an irgendwas gezielt drankommst. Ne, deswegen spielst du halt alles gefühlt nur viermal. Ja, Prison-Style halt. Ne? Ja, genau. Ist halt immer noch ein Mono-White-Prison. Warum kann der rote, die rote Inkarnation, wie heißt du nochmal? Fury? Fury nicht einfach Flash haben. Ja, Flash würde Fury so viel besser machen. Aber das finde ich auch interessant. Also hier, wie Petals zum Beispiel, spielt man ja, obwohl sie bad sind, gerade mit Talia, weil es gibt halt immer noch keinen weißen Affen. Keinen weißen Siamen Spirit Guide. Stimmt, du musst ja den Affen dodgen. Ja. Deswegen, okay, es gibt auch keinen blauen und keinen schwarzen. Gott sei Dank. Ich finde es halt ganz interessant, weil das Deck selber, glaube ich, sogar ziemlich gut damit klarkäme, wie er damit umgeht. Und am Ende des Tages ist es ein weißes Stompy-Deck, was aber auch weiß-rot gespielt werden kann. Das finde ich halt immer noch das Interessante. But, ja, ja, genau. Und ich frag mich gerade tatsächlich, ob es einen Riesenunterschied macht, im Mono-Red Prison die Affen mal gegen Petals rauszuschmeißen. Das sind halt mehr Artefakte, die im Flügel fliegen. Das macht aber im Stompy keinen Unterschied. Ja, außer dass du die Affen nicht hart hast. Und Trinisphäre, die das Deck nicht spielt. Stimmt, du hast Trinisphäre. Ja, okay, das ist schon fair. So, back in the game. Back in the game. Und jetzt wird wahrscheinlich... Ja, Fetchland. Hm, man sagt einfach Go. Ja, Fetchland, Go. Und dann ist die Frage, willst du den Mind-Sensor legen? Und er versucht sich dann doch das Land? Nee. Wow, es wurde einfach nur... das ist ballsy gewesen. wow. Da wurde nicht mal... die Frage ist, hat er das kommen sehen? Ich weiß es nicht, aber das war schon gut. Das war schon gut. Einfach, er hat noch nicht mal zugehauen. Aus Angst vor Flash. Boah. Also das war ein ziemlich guter Mindread. Und wir saßen alle am Tisch, wir haben gesehen, er hat die Handkarte nicht angeschaut. schon spannend. Ist die Frage, welches Land man jetzt legt. Ja, geht man in das... Die MDSC in Mirror, genau. Go. Und go. Boah, end of turn. Fetch. Okay, da wurde gefetcht. Jetzt hat man den Elven Mind Sensor. Jetzt geht's ab. Okay. Obersten vier Karten. Ne? Ja, trotzdem sehr, sehr guter Read, hier das Mana rauszusiedeln, die Flash-Sachen auszusetzen und dann in seinen eigenen Turn zu gehen. Und wenn man jetzt halt irgendeine Art von Land findet, weil so viele, also man hat ja nicht so viele Targets, man hat ein paar Targets. Du kannst jetzt selbst eine Dryad finden und die behindert dich nicht. Stimmt. Deswegen, du hast vier Karten angucken. 1, 2, 3, 4. Mhm. Und 2 Allosaurus Shepherden umpusten. Snuffout. Da war wirklich ein Snuffout drin. Interessant. Ja klar, gegen Elfen und so weiter, gegen Ur-Delva mit dem Dicken. Ja, ja. Macht Snuffout schon Sinn. Und je nachdem, was hier von dicke Kreatur kommt, auch. Schon nicht schlecht. Ja, und die Kreaturen werden ja auch dick durch die Under City. Richtig. Gut, hier wurde kein Land gefunden. Schon mal sehr, sehr gut für den Initiative-Spieler. Boah. Für den Elf-Spieler natürlich jetzt richtig fies. Initiative schmeißt einfach mal Karten weg. Ja, braucht man nicht. Boah, ist da was Teures drin in dem Deck? Ja, Cities. Ja. Chromax ist auch nicht mehr so günstig. Was ich aber wiederum gut finde, dass es jetzt so ein Deck gibt, weil ansonsten hast du mit den Cities entweder nur Show and Tell oder Monolith Prisoner bauen konntest. Ja. Ja, wobei halt Stompy.deck. Und das kannst du halt, das hier theoretisch auch. Und kommt dann aus? Mm-mm. Okay. Die nächstbeste Karte wäre ein Bayou, by the way, gewesen. Die fünfte Karte. Geil. Das ist die City. Spielt man jetzt die City? Man spielt. Nee. Man hat noch einen Iganjo auf der Hand. Man nimmt die City. Den dicken Initiative-Typ, jupp. Aber das hätte man doch auch mit dem Iganjo hingekriegt.
Ja, kann man aber auch einfach auf der Hand behalten. Und wenn der mal irgendwann angreifen will, weil... Ja, man verliert jetzt gleich das Land. Und man hat jetzt auch Mana floaten, was nichts passiert. Oh mein Gott, man hat einen Mana floaten. Wenn man jetzt... Ich weiß nicht, ob noch eine weiße Karte für den Chromox da war. Ne, geht in die Texte. Combat. Was ist der nächste Initiative-Dude? Der ist nur sehr dunkel, weil er Foil ist. Das ist der, der enttappt, und der andere ist der, der Schutz gibt. Und der wird oben drauf gelassen. Sehr gut. Logischerweise. Dann kriegt man 3 Schaden und go. Hat man als Elfen irgendwas mit Flash? Ne? Oh Gott, so. Da waren sogar noch eine Ebene drauf. In die... Ah, nee, die Ebene hat man gerade gesucht. Dass man echt Igando eigentlich spielen kann. Hm. Strange. Wirklich strange. Glimps. Oh Gott. Dann brauchst du halt auch nix. Oh. Das ist schon gut. Ja. Return Forest. Enter. Was? Ja gut, er wird enttappt. Oh nein, das heißt, man hat kein Land. Mm-hmm. Allosaurus Shepherd. Zieht eine Karte. Man hat das schon Land gespielt. Das ist danach dann im. Jop. Ja, okay, auf der anderen Seite hast du halt jetzt auch schon. Trigger 2+1+1 mal auf den Elven Mind Sensor. Wow. Hast du jetzt halt auch schon was liegen, ne? Mm. Das ist halt das Bescheuerte. Der kann bei Elfen nächste Runde schon im sein. 5. Man ist One-Off-Liefel. Oh. Initiative ist One-Off-Liefel. Hm. Weil man hätte mit beiden angreifen können. Er kann sich selber als Warrior kann er sich Punkte geben. Dann hätte man den Schaden genommen, Schaden gemacht. Plus er wäre halt auch ein Blockbar gewesen. Hm. Das heißt, man hätte noch 3 Schaden mehr gehabt. Dann geht man mit ihm einen Move weiter und sagt 5 Damage. Jo. Das ist One-Off-Liefel gewesen. Aber man will ja die Initiative halt auch echt nicht verlieren, weshalb man jetzt halt hingeht und man muss jetzt ein Land legen, damit man die Initiative nicht verliert. Man muss jetzt die Ebene spielen, um entweder Iganjo nutzen zu können oder den Flicker-Dude. Mhm. Auch wenn man die City dadurch verliert. So. Weil wenn jetzt Elfen komplett angreift, übernehmen die halt die Initiative. Ja, okay, dann muss er in den ersten... Der hat auch nichts mit, wa? Fällt mir jetzt gerade auf. Der findet safe keinen Forest. Man kann jetzt auch einfach sterben. Auf der anderen Seite hat man jetzt echt eine Menge Verteidigungspunkte. Da liegen einfach mal 12 Verteidigungspunkte. Hm. Ich meine, gut, gegen Kraderhuf und so weiter. Hm. Macht halt auch nicht viel. Nee, nicht viel, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber wenn der jetzt käme... Nee, da kommt nix. 2-0. Monobite-Initiative zum Flickern und so weiter. Sehr, sehr cool. Ja, das war das Match. Force of Vigo wurde so reingegangen. Ja. Aber macht gegen das Deck halt fast gar nichts. Man hat immer nur Chromoxe und Chalice. Ja, du hast halt viel weniger Targets als gegen Prism. Ja, also. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Deck wirklich mögt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.